Ich bin seit 4 Jahren pensioniert. Unter anderem hatte ich die Idee, hier bei der Pfarrei St. Anton ein interkulturelles Mahlangebot zu schaffen. Für mich als ausgebildete Kunsttherapeutin war es wichtig, die verschiedenen Kulturen beim Malen in Berührung zu bringen, damit sich die Leute austauschen können, dass im Idealfall auch neue Freundschaften entstehen können und dass man voneinander lernt. Der größte Erfolg für mich ist, dass die Kinder sehr gerne kommen, dass immer wieder neue Leute kommen und es ist wirklich international gemischt.